So, da sind wir wieder. Laden uns den alten Spielstand und dann gucken wir mal, ob wir durch den Garten kommen. Ich vergesse jedes Mal, dass das so eine ellenlange Ladesequenz ist. Anstrengende Begegnung in der Garage findet Ethan einen Weg in die Eingangshalle, aber die Tür nach draußen ist verschlossen. Um sie zu öffnen, wird mehr als ein normaler Schlüssel benötigt. Ja, das Lustige ist, das haben wir ja schon gemacht. Das heißt, das ist total veraltet und kann uns einfach nicht weiterhelfen. Was mir aber vorher nie aufgefallen ist in diesem Bild, abgesehen von diesem gigantisch großen Türknauf, ist, dass da der Arm von einem von diesen Viechern ist. Ja. Das ist mir vorher einfach nie aufgefallen. Warum auch immer. Der ist eigentlich nicht zu übersehen. Ja. Jetzt sitzen wir hier. Ich glaube, ich sollte das nächste Mal die Aufnahme starten, wenn wir nicht in dem Hauptmenü sind, sondern tatsächlich schon im Spiel selber, weil irgendwie ist das tierisch ätzend. Das geht selbst mir auf den Sack. Na komm, hast es bald. Hast es fast geschafft. Ach, ich sehe gerade, dass das so ein Inneres von so einer Kassette ist, sich aufspult. Das ist mir vorher auch nie aufgefallen. Das sind so die kleinen Sachen, wenn man sowieso darauf wartet, dass irgendwie was fertig wird. So. Boah. Das ist irgendwie. Umgeguckt hatten wir uns ja hier drin schon. Neues Videotape haben wir auch nicht. Derjenige, der hier wohnt oder gewohnt hat, scheint ein ziemlich starker Raucher zu sein, weil einmal hier und einmal hier einfach so mega viele Kippen sind. Und ich frage mich einfach, wer hier auf so einem Anwesen in so einem Wohnwagen wohnen kann, so direkt neben so einer Familie. Ich hätte da schon längst irgendwie Reise ausgenommen. Steht auch plötzlich nichts Neues im Kühlschrank, hätte mich gewundert. Ja gut, das Bild haben wir uns ja schon angeguckt. Hier ist es zu spät. Okay, ja, die Notiz hatten wir auch. Puh, dann wollen wir mal in den Garten. So ein Scherz, oder? Ja. Du bist der Erste, der es so weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, das hört mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das Gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Ist ja nicht so, als wenn der Vater mir schon genug Probleme gemacht hätte, ne? Aber ich glaube, die Mutter ist noch einen Zacken schlimmer drauf. Plötzlich ist es so. Ich möchte gar nicht mehr. Nee. Ich möchte gar nicht mit der Mutter fertig werden. Der Vater hat mir schon dicke gelangt. Komm mir nicht zu nah. Alter. Puppenkopf im Klo. So, dafür brauche ich irgendwelche Gedönsdinger, die ich nicht habe. Gucken wir mal, ob wir hier. Klingt, als würden im Hintergrund irgendwelche Dinos rumlaufen. Das ist ja. Ist von der anderen Seite verschlossen. Wer hätte das gedacht? Wäre mal was ganz Neues, wenn ich sie direkt von unserer Seite öffnen könnte.
Inventarmäßig sieht das auch nicht gerade pralle aus. Das sind super Voraussetzungen. Aber noch ist ja alles ruhig. Ah, jetzt haben wir sogar eine Karte, okay. Das so und da führt so ein ellenlanger Weg lang. Das ist ja super geil. Direkt beim Wasser, kannst du nicht verfehlen. Boah, dieses Anwesen macht mich fertig. Mit nein, okay. So, da hast du so ein riesen Grundstück und du lässt das so dermaßen verkommen. Das ist echt bitter. Ah. Ach, dann ist das Haus, wo wir vorhin schon etwas länger her mit der Mia durchgelaufen sind, mit diesen Puppen, also mit diesen Babypuppen, die da überall hängen. Und ich merke schon wieder, wie ich so leichte Sprachstörungen habe. Kaktor! Noch kackigeres Sumpfgebiet. Moderne Kunst, ne? Also soll es ja geben. Kann ich auch nicht runter schnibbeln. Oh Gott, ey, wie die hier rumpendeln. Ich konnte mich ja mit Mia gar nicht in Ruhe umgucken. Irgendwas Geräusche gemacht. Nee. Warum speichert doch nicht immer? Okay, den kann ich nicht kaputt machen. Alter, ist das ekelhaft. Aber hier ist da nichts mehr. Ich habe auch so einen heiden Respekt vor Fenstern, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass irgendeiner gleich mal aus so einem Fenster raus. Was bist du für ein riesiges Getier? Geil. Geil. Igitt. Igitt, igitt. Ich hasse solche Insekten. Die reichen mir ja schon in Normalgröße und dann in so. Kommt hier noch eins rum? Na komm, bevor es mir gleich ins Gesicht fliegt. Naja. So, das wäre ein Plan für einen. Sieht wie ein Plan für eine Art Flammenwerfer aus. Das ist so der, den wir vorhin mit der. Ich sag mal vorhin, den wir mit der Mia gefunden haben. Da ist noch so ein Viech. Komm gar nicht auf die Idee loszufliegen. Hab ich hier eine Karte von dem Haus? Nope. Ich habe auf dich gewartet, Mama. Mama. Wenn dieses Mädchen denke, wird mir schon schlecht. Ich glaube, ich gehe aber erstmal hier lang. Man sieht es nicht, aber ich habe gerade ganz, ganz große Augen, weil ich solche Sachen einfach so mega eklig finde. Ich kann es auch nicht kaputt schlagen. Ich habe so eine. Was ist das da hinten? Oh, ich habe so voll die mega Insektenphobie, ey. Ich kann das gar nicht. Gar nichts. Im Gegenteil, das lädiert ziemlich unsere Gesundheit. Deswegen gehe ich erstmal in die andere Richtung. Kann ich eigentlich. Na, ich warte noch kurz. Ich warte noch ganz kurz, bevor ich die nehme, weil. Bitte. Sie ist oben. Geh nicht hoch. Es sind ja noch mehr von denen. Oh. Hallo? Ah.
mal einfach mal durch. Ihr Ficker! Entschuldigung. Ich wollte nicht ausfallen werden, aber leck. Mich am Arsch habe ich mich erschrocken. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich dieses. Weiter immer dieses Bild mit diesem. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich dieses Flammenwerfer-Ding in die Finger kriege. Hallo, mach die. Dass er die Tür nicht zumacht. Ja, ist mit der Spinne, okay. Brennergriff, okay. Oh, das ist jetzt offen. Großartig! Speichern. Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Ja. Ja, so much win. Du kommst erstmal weg. Ich habe mit Sicherheit Sachen übersehen, aber. So, Schatzfoto. Was ist denn das? Und jetzt kann ich irgendwo eine rum. Das wäre natürlich mega nice. Ja, so viel Glück habe ich nicht, sag ich ja. Beziehungsweise dachte ich mir. Na komm, jetzt ist alles nix. Kann ja schließlich nicht vorzeitig hier verrecken. Nehmen wir mal eine neue Datei für den Ark hier. Meine Spülmaschine piept, das ist super. Natürlich so mitten in der Aufnahme kommt das ja super toll rüber. Diese defekte Pistole. Das ist jetzt nur Gedankenspielerei. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Dann lassen wir die auch hier. Wir wollen ja nicht unnötig Ballast mit uns umschleppen. Insekten gehen echt gar nicht klar. Das ist bei mir irgendwie ein Nerv getroffen. Wird da echt übel bei. Das hilft was. Ja. Und Chemie-Ding. Yes. Ich werde mal nochmal kurz so ein Tonikum herstellen. Du musst nicht seitlich runterfallen. Weil noch haben wir genug Munition. Und ich habe auch kein Schießpulver. Na komm. Das ist mir lieber, als wenn wir hier gleich in die Bredouille kommen. Letztens von jemandem gelesen, der es geschafft hat, das Spiel nur mit dem Messer durchzuspielen. Dieser jemand hat meinen Heidenrespekt. Ich weiß nicht, ob er es in VR oder normal gespielt hat, aber Respekt, mein Freund. Achso, jetzt. Da komme ich ja nicht lang. Weil ich diese Holzfigur von der Spinne nicht habe. Die Tür aufgelassen? Ja, habe ich. Ah! Hallo? 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 Ich wusste, dass diese Fickviecher so auftauchen. Mein Arm ist halt das Herz. Mein Name ist altes Herz. Kommen wir nicht bei diesen
Schleimviecher bleiben. Was war das? Festbrennstoff. Okay. Ich brenne gleich hier die ganzen Nester ab, ey. Das war's mir wert. Ist das eklig. Ach, da brauche ich wieder einen verdammten Dietrich. So, wo gehen wir lang? Achso, wird mir so. Wird mir sogar angezeigt, dass ich. Da sind wieder so fette Viecher. Wasserspeicher, okay. Ah! Sind da wieder Würmer drin oder diesmal was? Oh, ein Dietrich. Cool. Ich bin jetzt aufgesammelt, ja, habe ich. Oh, mein Inventar ist ja voll. Was? Ich hab einen Flammenwerfer. Das ist schon mal sehr nice. Können wir den doch direkt mal. So. Nest versuchen, ob das geht. Was ist das denn nochmal schon? Nein, ich muss das nochmal abbrennen, okay. Boah, verbraucht das viel. Scheiße. Ach, ich hab gerade einfach nur hart verkackt, das kann natürlich auch sein. Naja, Festbrennstoff werde ich da wohl nicht brauchen. Brauche ich wahrscheinlich einen Haken oder sowas. Oder nicht einen Haken, sondern einen Hebel. Knick dich doch ans Knie. Sind die noch so einzeln oder verhöre ich mich? Wenn er entzündet wird, kann er allein nicht verwendet werden. Och nein. Na komm. Ich will das Ding loswerden. Jetzt ist mir hier das Mittel recht. Oh. Genie! Kackviecher. Warum muss ich denn jetzt lang? Da war ich. Da hinten war ich nicht. Da komme ich, glaube ich, auch nicht rüber, oder?
hier wieder nichts sehe. Ist das oder? Bild ich mir das ein? Ich brauch diese Holzfigur. Jetzt wird das nix. Na komm. Solange die nur friedlich da rumsitzen und nichts machen, ist ja alles super. Solange die nur so ein bisschen an der Wand pimmeln. Wo kam die denn jetzt bitte her? Oh. Ich glaube, wir müssen hier noch vieles in Brand stecken, so wie das aussieht. Noch ein Köfferchen. Komm. Gucken wir mal. Munition haben wir jetzt gut was. Das heben wir uns auf. Da will ich nämlich, will ich das in die Munition investieren. Psychotonikum.